Am Freitag, den 6. Dezember, fand das erste Vorbereitungstreffen für das Projekt Stadt der Kinder in der Jugendakademie in Bad Segeberg statt. Stadt der Kinder ist ein Planspiel für Kinder von 9 bis 12 Jahren, das vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2014 auf dem Jugendzeltplatz Wittenborn stattfinden wird. Organisiert wird das Projekt vom Kreisjugendring Segeberg. Projektleiterin Jana Oehlschlegel erklärt uns, worum es bei Stadt der Kinder geht. Also Stadt der Kinder ist eine Stadt, in der Kinder das Arbeitsleben oder im Prinzip das Leben nachvollziehen, das Leben in einer Stadt. Also sie gehen arbeiten vormittags, beziehungsweise vormittags und nachmittags. Es gibt zwei Arbeitseinheiten. Dann bekommen sie Geld für ihre Arbeit. Von diesem Geld zahlen sie Steuern. Dann wählen sie demokratisch einen Bürgermeister und ein Parlament. Dieses Parlament wird aus Steuergeldern bezahlt. Dann können sie sich von ihrem Geld, von ihrem verdienten Geld, was übrigens stadtinternes Geld ist, also so ein bestimmtes Geld, was es nur in dieser Stadt gibt, können sie sich Freizeitangebote kaufen oder auf dem Markt ihre eigenen Produkte erwerben. Stadt der Kinder ist ein Demokratieprojekt. Haupt- und ehrenamtliche Betreuer werden für 120 teilnehmende Kinder einen Lernraum gestalten, in dem Demokratie, Geldverkehr, Arbeitsmarkt und Marktwirtschaft erlebbar werden. Real existierende Einrichtungen wie Finanzamt, Geschäfte und Arbeitsamt werden in der Kinderstadt so realitätsnah wie möglich nachempfunden und stellen gleichzeitig Arbeitsplätze für die Kinder dar. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Simulation des Kreislaufs von Arbeit, Geldverkehr und Konsum im Freizeitbereich. Also mal einfach mal ausprobieren, wie machen meine Eltern das eigentlich? Meine Eltern gehen auch arbeiten und sind nachmittags da, aber eigentlich kriegen die Kinder ja nur mit, wenn die Eltern zu Hause sind, wie sie sich da geben. Und vielleicht können sie dann ein bisschen besser nachvollziehen, wie die Eltern sich so den ganzen Tag über durch den Tag schlagen sozusagen. Und ja, die Idee ist natürlich auch, den Umgang mit selbstverdientem Geld zu lernen. Unterstützt wird das Projekt vom Jugendzeltplatz Wittenborn unter der Leitung von Sabine Heinz. Auch die Jugendfeuerwehr Wensin wird sich im kommenden Jahr wieder an der Stadt der Kinder beteiligen. Heute wird sie vertreten durch Frank Nieter und André Folter. Die Jugendfeuerwehr Wensin ist bereits zum zweiten Mal dabei und wird das Projekt auch 2014 unter anderem mit Vorführungen unterstützen. Mediengestaltung spielt auch eine Rolle in der Stadt der Kinder. Jeden Abend soll eine News-Sendung produziert werden, die die Bewohner der Stadt der Kinder mit den neuesten Informationen versorgt. Ja, es gibt während der Stadt der Kinder abends immer eine Tagesschau und die nennt sich Guten Abend Stadt der Kinder. Und dafür gehen Kinder los während der Arbeitszeit und auch nachmittags und interviewen andere Kinder, die an ihren Arbeitsstellen sind oder auch im Freizeitangebot oder die Bürgermeisterin, was sie denn heute so gemacht hat und so weiter. Und das wird dann abends in Guten Abend Stadt der Kinder veröffentlicht, in der abendlichen Tagesschau kurz vorm Schlafengehen. Hierzu möchte sich auch SETV an diesem besonderen Projekt im kommenden Jahr beteiligen. Vereine können sich mit Spaß und Engagement präsentieren. Handwerksfirmen, Feuerwehren und Sanitätern wird die Möglichkeit geboten, ihre Berufe vorzustellen und den Nachwuchs zu fördern. Den Fraktionen des Kreistags ermöglicht diese Veranstaltung, Kindern und Jugendlichen Demokratie und politische Bildung überparteilich näher zu bringen. Wenn ihr im kommenden Jahr an der Stadt der Kinder teilnehmen möchtet, könnt ihr euch per Mail beim Kreisjugendring Segeberg unter der E-Mail info@kjr-se.de melden.